So, nächste Teilnehmer dieser Klasse aus der Steiermark, aus Köfler, Andreas Münter. Ja, und der Jury, der Rechner, Herr Fritz, bitte verraten.
Das muss ja alles ganz genau passieren, das ist klar, wir wollen keinen Athleten benachteiligen. Gewisse höchste und mindeste Werte müssen gestrichen werden, Gesamtergebnis zusammengezählt und zu den Platzsiegen des Nachmittags gerechnet werden. Ja, und dann ein spannender Moment für Publikum und natürlich die Teilnehmer. Sechster Platz im Finale, Oberösterreich, Walter Saumüller. Ja, dieser Zeit wurde gesichtet von Sebastian Köbler. Der fünfte Platz, der geht nach Salzburg, Heinrich Gaffu, und der hält den Preis von Gaffer Gattemeier. Und gewinnt von Andreo Thiel, der nächste Platz, der vierte Platz, er geht an die Steiermark, Johann Neumeier. Und fahrt den dritten Platz von der Dottorin Zuhörer, die Köbler. Der Gänger wie Jason Janakis. Der nächste Pokal gewidmet von der Firma Multikraft. Sie wissen ja, Multikraft, Sie sehen da drüben den Werbestand Eiweißfirmer, wenn Sie sich dafür interessieren. Zweiter Platz an die Steiermark, Andreas Münter. Und der Siegerpokal gewidmet von der Firma Schäfling in Köpler. Er geht nach Niederösterreich, festgebaute Juniorenathlet 84, Karin Stenner. Und bitte die Teilnehmer noch ein paar Posen für unsere Fotografen. So, danke schön, den Athleten und der Juniorenklasse. So, wir kommen gleich zum Juniorenschwergewicht, das heißt über 80 Kilogramm. Auch hier haben wir wieder 6 Finalisten. Der erste Teilnehmer kommt aus der Steiermark und der ist der